Hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann, schön, dass du dabei bist. Wir testen die Wuben E6 und ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de Liberté. Auch wenn du es nicht siehst, ich bin wirklich hier. Das Ding ist extrem klein, extrem scharf, aber schauen wir es uns an. Gekauft habe ich das kleine Teil auf Amazon. Also das war in Aktion, deswegen habe ich zugeschlagen. Und schau mal her, das ist extrem klein, extrem handlich und hat im Vollmodus eine Stunde lang 900 Lumen. Zeige ich dir jetzt dann nachher gleich. Dann gibt es noch einen zweiten mit 100 Lumen und dann so eine, ja, eine Mini-Lampe. Ist so ähnlich wie bei meinem iPhone jetzt hier mit 10 Lumen und das soll, weiß ich nicht, 60 Stunden gehen. Aber technische Daten findest du unten. Ich gebe da unten den Link, wo du das Teil besorgen kannst. Also, ich würde einfach sagen, wir legen los. Die Frage ist tatsächlich, was bringen 900 Lumen? Ich meine, das Ganze ist wie ein Suchscheinwerfer. Aber eins kann ich gleich sagen, es ist wie ein Suchscheinwerfer, ein richtiger Strahl. Die Kamera kann das gar nicht aufnehmen. Ja, ich bin jetzt hier auf Val de Liberté bei unserem neuen Haus, dem Weidehaus Hinterstaff, und werde da dann nachher zeigen. Aber die Kamera kann das gar nicht aufnehmen, wie weit dieses Teil leuchtet. Das ist absolut, absolut unglaublich. So, ich bin jetzt ein bisschen im Unterholz und ja, ich meine, da ist dieser Beam vielleicht nicht so toll, wie, ja, wie wenn man das ein bisschen größer machen könnte vom Fokus her. Das zeige ich dir dann nachher draußen, aber es ist ausreichend. Und gut, ich kann jetzt hier diese 900 Lumen überhaupt nicht ausnutzen, mitten im Wald. Das ist klar, da muss ich runterschalten. Und zwar, das ist jetzt dieser Mini-Modus. Der reicht einmal aus, um die Umgebung auszuleuchten. Also das wird wirklich reichen. Also wenn du den Weg wieder zurückfinden willst, das ist absolut, absolut okay. Ja, absolut okay. Und dann gibt es noch den Medium-Modus. Das ist der hier, der nicht so lang läuft, logischerweise. Ich merke auch, dass, dass das Teil jetzt schon etwas warm wird. Das muss man auch beachten. Der wäre jetzt zum Beispiel perfekt. Aber ist halt immer nur ein kleiner Ausschnitt. Das ist der Nachteil bei der Lampe, muss man wirklich zugeben. Ich habe jetzt hier einen Vergleich mit einer Walter-Lampe. Ich gebe da auch unten den Link, also schau dir das ganz einfach an. Die halt nicht so stark fokussiert, sondern mehr in die Breite geht. Kann definitiv nicht so weit leuchten, das ist klar. Aber jetzt hier im Unterholz ist das fix die bessere Variante. Aber, muss ich auch gleich dazu sagen, das Ding ist halt schwerer, größer. Hat jetzt im Vergleich zu der Größe von der kleinen E6 einfach nicht die Leistung. Aber ja, man kann halt nicht alles haben. Und zwar schauen wir uns an, auf die Distanz, wie das Teil leuchtet. Ich leuchte jetzt hier auf das Weidehaus Hinterstaff auf Val de Liberté. Billige Eigenwerbung, gebe ich da natürlich auch den Link. Das sind jetzt diese 900 Lumen. Und ich meine, wie weit bin ich jetzt weg? Ich weiß nicht, 50 Meter. Also das ist schon, also das fetzt schon. Also wenn du einen kleinen Suchscheinwerfer, ein Auto steht da, komisch, gell? Zur Verfügung haben willst, dann bist du da gut bedient. Also das ist irre. Nämlich auch für die, das ist das kleine Ding, für das wenige Gewicht ist das wirklich, also ja, wow. Natürlich können wir uns gleich anschauen, die anderen Modi. Ja, das ist jetzt das Mini, da leuchtet das gerade mal raus, das wirst du wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Dann 100 Lumen. Und dann wieder die 900 Lumen. Ich sag nur, yeah. Ja, dann schauen wir uns mal genauer an, wie das Ding überhaupt ausschaut. Die Beleuchtung kommt jetzt nicht von einer Taschenlampe, so vom Scheinwerfer von meinem Amarok. Also so schaut das Teil aus und das ist wirklich, wirklich winzig. Du hast hier eine Gürtelhalterung, das ist ganz cool, aber die geht nach vor. Das bedeutet, irgendwie auf eine Kappe aufsetzen oder so weiter, das spielt bei dem Teil fix nicht. Das heißt, du kannst es nur, ja, standardmäßig verstauen. Kopflampenmäßig ist mit dem Teil überhaupt nichts. Ich habe jetzt hier so eine Vorrichtung, die habe ich schon einmal vorgestellt hier am Kanal vor vielen, vielen Jahren. Da kann man das Teil hier drauf poppen mit so Klettflächen und dann auf den Kopf aufsetzen. Also ja, das wäre möglich. Ach, leider, 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 wenn der Bügel, wenn dieser lustige Bügel hier etwas anders geformt wäre, nämlich nicht nach vorn, sondern nach hinten zeigen würde, beziehungsweise wenn man das umbauen könnte, was natürlich nicht so einfach ist, ist mir bewusst, dann könnte man es auf eine Kappe aufsetzen und dann wäre es zumindest ein bisschen in dem Bereich von einer Kopf- und Stirnlampe möglich. Aber so ist diese Chance leider vergeben. Ja, und solltest du wirklich
ja, solltest du wirklich was arbeiten müssen und einen Fokus jetzt brauchen, dann die 100 Lumen sind meiner Meinung nach so das Ideale. Ja, und ich mache jetzt Folgendes. Übrigens, das ist der Reini Rossmann Irbis, billige Eigenwerbung, gebe ich da auch unten den Link. Aber was ich damit sagen will, ist, es bleibt dir nichts anderes übrig, als das Teil in den Mund zu stecken. Ja, es ist grausig, ist aber ganz einfach so. Mit der Zeit rinnt dann irgendwie der Schlatz seitlich, wie man in Österreich sagt, Schlatz, ja, wie auch immer du das daheim nennst, aus deinem Mundwinkeln heraus. Das ist halt der Nachteil, aber ja, andere Möglichkeit sehe ich bei dem Teil nicht. Aber wie gesagt, 100 Lumen, extrem gut, wirklich extrem gut. Wenn du jetzt sagst, die 900 sind viel zu viel, wenn du Energie sparen willst, sind natürlich auch sagen absolut ausreichend, aber meiner Meinung nach die 100 Lumen für den Nahbereich, ja, ideal. Was das Tragen in einer Tasche betrifft, habe ich leider sehr schlechte Nachrichten. Entweder hast du es irgendwie im Rucksack oder so, aber ich habe ausprobiert all meine TT-Tech-Pouches und ich kann da eins sagen, geht kein einziges rein. Ja, also es geht wirklich in kein einziges rein. Warum? Entweder sind sie zu klein und der Lampenkopf ist zu dick, dass man es reinschiebt, oder bei den ganz langen sind die dick genug, aber dann ist die Lampe irgendwo ganz unten und muss man die rauspushen. Also das geht leider nicht. Es gibt nur eine ganz andere Tragevariante. Also was das Tragen mit schnellem Zugriff betrifft, gibt es im Endeffekt nur die Möglichkeit, entweder in der Tasche, ja, passt, ist genau in der richtigen Position zum Einschalten, das passt mal alles gut, oder du setzt es zum Gürtel, auf den Gürtel, Blick nach unten, also Lampenkopf nach unten, auch das wäre möglich. Wenn dir das zu unsicher ist, könntest du, wenn du das aushältst, das auch in den Bund hineinnehmen, also auch das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, und ansonsten eben nur normal in die Tasche oder eben, ja, irgendwo anders, in einem Rucksack oder so verpacken. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Auch ist die Lampe keine taktische Lampe, bedeutet der Einschaltknopf ist hier, mit W, Wubin, schätze ich jetzt mal, also nichts hinten klicken, da kannst du lang drücken und das Ganze funktioniert, einmal kurz drauf tippen und schon schaltet sich das Teil hier ein. Wir werden dann auch über Vor- und Nachteile sprechen, also so schaut die ganze Sache aus. Und durch länger drauf drücken kannst du zwischen den einzelnen Modis hin und her springen. Ja, so schaut es aus. Das bedeutet, ich habe mir dann gleich einmal am Anfang gedacht, ja Alter, was bedeutet denn das, wenn ich das in der Tasche habe, denn dann zeige ich gleich dazu, so einfach zu transportieren ist das nicht, aber das sehen wir gleich. Wenn ich da einmal kurz ankomme, schaltet sich das Licht ein, aber es gibt einen Trick. Und zwar 1, 2, 3, 4. Jetzt sagt er da, es ist gesperrt. Jetzt kann ich da drauf drücken, was ich will. Es schaltet sich nicht ein, kann in der Tasche tragen. Und dann wieder 1, 2, 3, 4. Nein, nochmal. Ich bin ein Trautler, das macht nichts. 1, 2, 3, 4. Okay, wenn dann dieses W blinkt, heißt, ich habe es nicht richtig gemacht. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich habe anscheinend, oder muss ich 5-mal drücken? Also und dann geht es wieder, ja, zum Leuchti-Leucht. Und das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich scharf. Betrieben wird es mit einem Akku, der im Lieferumfang mit dabei ist. Auch im Lieferumfang ist dieses USB-C-Kabel mit dabei. Ich habe jetzt hier eine Powerbank, die ist von Sunnybeck. Das teste ich gerade gemeinsam mit einer neuen Solaranlage, aber egal. Wurscht. Kannst aufladen, dann kriegst du hier das rote, ich muss wieder nachladen, wird dann grün, sobald die Spannung passt oder die Ladung passt, wieder einsetzen. Aber angeblich, und das habe ich noch nicht ausprobiert, aber die kommt sowieso in Langzeittest, weil irgendwie ist es schon ein geniales Teil, kann man auch mit einer AA, also mit einer AA, einer 2A-Batterie erarbeiten. Das muss ich noch ausprobieren, da wird es ein anderes Video dazu geben. Also Abo da lassen. Ja, also so eine Taschenlampe für den Outdoor-Bereich, ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, es ist absolut okay, nur es ist ein richtiger kleiner Suchscheinwerfer und das ist abartig, wirklich abartig, und da kommt auch gleich der Nachteil dabei raus, und zwar, okay, ich habe da jetzt zwar eine coole Lampe, mit der kann ich schön den Weg ausleuchten, okay, wieder ausschalten, da ist dann momentan alles wieder dunkel, das sage ich dir gleich, dann schaltest wieder ein und leuchtest wieder weiter und kannst jetzt so beim Gehen sozusagen alles ja, immer wieder checken, ausschalten, dann wieder ein Stück weitergehen und wieder einschalten. Wenn du aber jetzt sagst, okay, eigentlich brauche ich diesen fetten Modus ja gar nicht,
und gehst jetzt nur mit diesen, das ist jetzt der, ich glaube, das sind die 100 Lumen, aber nein, das waren die 10. So, 10, mit den 10 Lumen, das ist absolut ausreichend, dass ich den Weg da jetzt vor mir ausleuchte, dass ich weiß, wo ich hingehe, das passt. Aber da wäre es jetzt cool, wenn ich einen größeren Leuchtradius oder Durchmesser hätte. Aber ja, man kann nicht alles haben. Und das ist sozusagen der Fokus von dieser Lampe. Ja, das war's jetzt. Huben E6, cooles Teil. Werde mir das länger anschauen. Werde die Lampe jetzt ganz einfach immer mit dabei haben. Ja, es ist vielleicht, als ich das hier ein bisschen zu wuchtig, aber auch irgendwie nicht. Ich weiß es nicht, aber deine Meinung dazu, die würde mich interessieren. Link zu dem Produkt gebe ich da unten und auch zu deiner Reine-Rossmann-Messe und all das ganze Zeug, was wir halt so haben. Und ich würde sagen, das war's. Ciao, ciao.